Puh, das war wohl das größte Abenteuer, auf dem ich je war, seitdem ich Videos drehe. Und das, obwohl absolut gar nichts funktioniert hat. Der Plan war eigentlich, ein paar Kumpels einzupacken, nach Kroatien runterzufahren, weil die Flüge bis zu 3000 Euro gekostet haben. Absolut weird. Und dort unten dann mit einer Unterwasserdrohne 30 Meter tief zu tauchen, einen Schiffswrack zu entdecken und deinen Schatz mit nach Hause zu nehmen. Und dass das dann so in die Hose geht, hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet. Aber ich will nichts vorwegnehmen, denn der Anfang war eigentlich ganz geil. Wusch! Also das ist der perfekte Start in diesem Vlog, Mann. Ich habe den ersten Boy schon mal aufgepickt, der ist am Start. Wie geht's dir? Ey, ich bin richtig am Start jetzt. Ich will losfahren. Nice. First Stop Memmingen, da holen wir den zweiten Boy und dann geht's erst richtig los. Let's go. Ballern wir jetzt erstmal ein bisschen Sprit rein, ne? So nämlich. 2,11 €. Hast du den richtigen Sprit? Ey, das ist E5. Warum haben wir nicht E10? Oh. Ja, da gönnt er sich den teuren Shit oder so. Ich muss es ja nicht zahlen. Fuck you, Alter, dann gehen wir jetzt zahlen. So wird man hier abgezogen, wenn man nicht aufpasst. Alter, die kosten einfach 3,50 €? Und du hast auch noch ein Zero gekauft. Ja, das gibt kein Sugar-Free. Warum kosten die 3,50 €? Dafür sind sie gut gekühlt. Ja, aber 3,50 €! Wir sind an der Tankstelle, mein Gott. 3,50 €! Guck mal, die Nadel hat sich ein bisschen bewegt. Wir sind immer noch nur bei halb, hä? Ich werde hier nur verarscht! Was für ein Scheißstart zu diesem Trip! Na, hat der Werteherr gut gepinkelt? Ich sag dir, das Red Bull, das zieht durch. Dann musst du direkt aufs Klo. Ich werd alt. Das ist keine gute Werbung für Red Bull. Trink mehr Red Bull. Wir sind jetzt in Ulm gelandet, das Team ist komplett, wir haben den Boy noch abgeholt und ich zeige euch jetzt mal das Team. Ich bin David, hallo. Mich macht meine Frisur aus. Hi, ich bin Kerafin und ich hätte gerne Davids Hosen. Und genau mit diesem Dreamteam ging es dann ab auf die erste Etappe nach Kitzbühel. Weil dadurch, dass wir David abholen mussten, war es einfach schon so 20 Uhr oder so und ich hatte gar keinen Bock, die ganze Nacht durchzufahren. Also es ist Nacht und wir sind gleich 1,5 Stunden hinter München und dann machen wir eine kleine Rasti-Rasti. Die ganze Nacht über. Österreich! Kommen wir rein? Ihr werdet es sehen. Grüß in der nächsten Folge von Wir sind Österreich! Grüß dich. So Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir sind angekommen auf der Zwischenetappe. Das ist unser Zimmer. Wir haben zwei wunderbare Betten und das da. Aber es ist ja nur für eine Nacht. Von dem her gönnen wir uns jetzt unseren wohlverdienten Schlaf. Weil wir müssen noch eine Roomtour machen eigentlich hier. Die Wand ist ganz cool und dahinter ist das Bad. Unser Fahrer ist auf jeden Fall topfit. Das ist das Bad. Wunderbare Tour, habt ihr direkt viel gesehen. Und ja, morgen geht's weiter. Von dem her tschüss und bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Gönnt euch mal diese Aussicht, die wir zum Frühstück haben. Wir gönnen uns auf jeden Fall richtig. Und dann geht's los auf Tag 2. Ich wollte einen Zaubertrick sehen. Ja. Ich habe hier einen Spiegel draußen gemacht. Wow. Da ist auch am Start. Da sagt was Cooleres als Jonas. Ja, war eindeutig besser. 3, 2, 1. Kauen. 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 Kauen und schlucken. Oder du schluckst es so runter, wie du willst. Kannst auch so, ja stimmt. Tu es. Kannst ein bisschen Saft nachtrinken. Das hilft. Nice, Alter. Du schaffst das. Das geht. Nein, du hast. Die dehnen sich deine Backen. Was sagst du zu dieser Performance? Ich bin mir noch nicht sicher. Wenn er einen Tropfen verliert, hat er verloren. Schaffst du es, Bruder. Komm schon. Wir müssen Dinge tun, die auf dieser Karte stehen. Schnappen. Teil 2, wir machen, was auf der Karte steht. Going. David, bitte verkratzt nicht das Auto. David, bitte verkratzt nicht das Auto. Du schaffst vor. Kratz hier. Das Problem, ich muss da auch rein und ich bin ein bisschen breiter. Wir haben es offiziell nach Italien geschafft. Und lustigerweise haben wir 5 Minuten, bevor wir in Italien waren, immer noch gedacht, dass wir eigentlich nur durch Slowenien fahren. Irgendwie ist die Route ein bisschen anders, als wir dachten, aber das ist die schnellste, die wir finden konnten. Mir ist schlecht. Es sind die ganze Zeit nur solche Straßen, ey. Es ist echt. Ich habe keine Bock mehr auf Berge. Also es ist wunderschön. Es ist wunderschön, auf Jonas natürlich, aber ja, reicht. Die erste Pause auf dem Trip. Was isst du? Ja, keine Ahnung, was es hier gibt.
Fingernägel. Shit, wir wollten eigentlich doch, nur doch, Red Bull holen schon, und oh, meint ihr, da gibt's Red Bull drin? Kann man hier so kurz packen. Ja, bitte lass die Red Bull haben, bitte lass die Red Bull haben, bitte lass die Red Bull haben. Da sind die Red Bulls! David! David! Jetzt können wir weitermachen. Hallo? David, Kiss, Mary, Kill. Madonna, Britney Spears und die Queen. Queen? Was muss ich mit den drei machen? Kiss, Mary, Kill. Kiss, Mary, Kill. Oh, du bist raus. Jonas, Kiss, yeah. Mary, Kill. Ja? Madonna, die Queen oder Britney Spears? Also die Queen würde ich marryen. Ich glaube. Du bist aber der nächste Thronfolger. Eben. Shit. Nicht der Thronfolger, habe ich das System getribbelt, bin stark. Stark. Madonna und wer noch? Britney Spears. Britney Spears gebe ich einen Kuss. Alright. Und Madonna würde ich leider killen, es tut mir leid, die hat schon ein langes Leben gehabt und Britney hätte es jetzt in diesem Moment nicht verdient zu sterben, nachdem sie endlich diesen Prozess gewonnen hat. So. Das muss auch mal gesagt werden, ja. Ne? Justice for Britney. Auf jeden Fall, free Britney, Leute. Ich glaube, bis das Video rauskommt, ist Johnny Depp auch beendet. Free Depp. Sind wir für Depp? Ja, klar. Aber für wen bist du? Britney Spears. Die erste Nacht war so richtig cool, wir konnten echt durchcruisen bis nach Kroatien, nach Pula, um genau zu sein. Und da hatten wir dann eine nice Airbnb und sind endlich angekommen. Alright, Leute, wir haben es nach Pula geschafft, ich kann es nicht fassen. Geil. Absolut crazy Sick. Typ, der Guy, er ist einfach durchgefahren. Absolut krass und da hat halt auch einen sehr großen Part daran, dass wir hier erfolgreich angekommen sind. Mein Gott, ich mal diese Aussicht. Yes, man! Das stinkt! Jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Airbnb finden und dann sind wir all set für morgen. Alter, ich bin so fucking hyped, das wird einfach geil. Einfach hier abtauchen, let's go! Das ist übrigens unsere Yacht, die wir da haben. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Es ist Tag 2. Ich dachte, ich zeige euch mal nochmal unsere Aussicht. Die ist nämlich richtig krass hier. Wir sind direkt im Zentrum von Pula und heute geht's los, Leute. Ich habe alles nochmal durchgecheckt und wir sind auf jeden Fall ready. Es scheint alles zu funktionieren und ich bin jetzt einfach übelst gespannt, ob das funktioniert. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber es ist auch übelst windig. Also ich hoffe, das funktioniert dann überhaupt. Ich kenne mich da nicht so aus, wie viel Wellen es dann gibt und weiß ich was. Aber guess, wir werden es sehen. Wie hoch schätzt du die Chancen, dass das heute funktioniert? 7%. Shit. Von dem her easy. Bis dahin lief alles super. Auch bis zum nächsten Tag noch, an dem wir wirklich aufs Meer rausfahren sollten. Um 12 Uhr sollten wir losfahren. Um 11 Uhr waren wir ready to go, sind da gesessen. Doch dann kam ein Anruf. Unser Trip wurde gecancelt. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen, dass heute einfach zu windig ist und deswegen können wir nicht rausfahren. Was jetzt ein bisschen ein Problem ist, weil wir einen ziemlich tighten Plan hatten, morgen wieder nach Hause zu fahren. So. Ich meine, wir fahren nochmal 7 Stunden mit dem Auto nach Hause, sowas. Allein nach München, wir müssen ja nochmal anders hin. Und jetzt haben wir noch eine kleine Chance, dass das morgen früh eventuell klappt und wir dann ganz schnell nach Hause rushen. Aber ob das so funktioniert, keine Ahnung. I guess wir machen uns jetzt einen schönen Tag in Kroatien. Und hoffen dann einfach, dass das morgen früh klappt. Dann noch mal einen Tag später konnte es endlich losgehen, aber das war auch schon gleichzeitig unser eigentlicher Abreisetag. Also an dem Tag wollten wir schon wieder nach Hause fahren, das sind ja auch wieder 7 Stunden oder so. Aber wir konnten endlich aufs Meer und das war das Wichtigste. Alright Leute, es ist jetzt 9 Uhr, wir warten gerade auf den Anruf, ob wir heute auf See können oder nicht. Das Wetter ist so semi-gut, aber es sollte reichen. Und dann kann es endlich losgehen. Yeah. Okay, alright, so we also can do like the 2-hour stay at the boat. And then, okay, alright. Okay, that's great. As long as we also don't need much space. As long as we can sit somewhere and film a little bit and... Alright, that's awesome. Then we do it like that. Yes, we will do that. Thank you. See you. Bye. Wir fahren raus! Also wir fahren zwar erst 12:30 müssen wir da sein, um 1 fahren wir, ist also nicht optimal, aber wir fahren. Also we can do it today. Auf geht's, ab geht's! So Leute, die ganze Crew ist endlich am Start, wir sind auf dem Weg zum Boot. Ich kann es noch nicht ganz glauben, ich hoffe, das funktioniert. Wir kommen dann zwar heute Abend echt spät nach Hause, aber es ist jetzt alles scheißegal. Wir ziehen jetzt durch. Ich bin aber wirklich aufgeregt, ob ich diese Drohne überhaupt richtig steuern kann. Gerade wenn es noch irgendwie ein paar Wellen sind und so weiter. Dass man auch was Geiles sieht, aber wir werden sehen. Let's go! Jungs, warum haben wir uns eigentlich nicht hier eingebucht? Das sieht schon lit aus. Weil du die Budgetplanung gemacht hast. Fuck. Genießt du dein Eis? Nein. Kira, was denkst du, ist das Krasseste, was wir heute finden werden? Das Krasseste, was wir heute finden werden, ist die Passion, auf hoher See zu sein, glaube ich. Ich definiere die Frage anders. Jonas, denkst du, wir werden einen Schatz finden?
Ja. Dave, denkst du, wir werden einen Schatz finden? Eine Giraffe auf jeden Fall. Das wäre cool. Das wäre auf jeden Fall geil. Also ich für meinen Teil will auf jeden Fall sowas finden wie so einen alten Anker und ein Steuerboard. Oder wie nennt man die Dinger, in denen man so steuert? Lenkrad. Ja, der war ja nicht... Switch. Nein, also, hey, wie nennt man die denn? Rogue Controller. Ja, genau. Das fände ich auf jeden Fall geil, wenn die so verlassen und seit 50 Jahren unentdeckt sind. Aber ja, ansonsten, ich bin wirklich mal gespannt, lass mich überraschen. Let's go. So Leute, jetzt geht's gleich los. Es windet ganz schön, ich hoffe, man versteht uns gut. Dennis sucht gerade die Diving School. Und wenn er die gefunden hat, dann geht's so langsam aufs Boot. Wird geil. Alright Leute, wir haben jetzt so coole Neoprenanzüge bekommen, weil es einfach viel zu kalt ist da draußen. Wenn wir da 2-3 Stunden sind, würden wir einfach komplett auskühlen auf dem offenen Meer. Und ich würde sagen, wir sehen super sexy aus, weil ich zeig's euch mal kurz. Wir sind die Schatzsucher. Also erneut Sachen gepackt, aus dem Meer rausgefahren, es hat alles funktioniert. Eine Stunde rausgefahren bis zum Wrack, wir waren da und dann... hat einfach gar nichts mehr funktioniert. Wirklich, wir haben das Ding doppelt getestet, dreifach getestet, die Verbindung war immer da, ich baue das Ding auf, connecte alles, es wird ein WLAN-Netz erstellt, damit wir alle kommunizieren können über die Handys, wir können alles sehen, diese Drohne. Ich meine, die Drohne alleine hat 1300 Euro gekostet, das ist schon ein krasses Ding, was eigentlich nicht einfach nur so hobbymäßig genutzt wird. Vielleicht war das auch der Fehler. Aber es hat immer funktioniert, bis auf den Moment, als wir auf unserem privaten Schiff mit privaten Fahrern und Tauchern und so weiter waren, alle waren ready. Und ich saß da manchmal nur die ganze Zeit zu Kirafin. Bro, ich habe keinen Empfang. Es funktioniert nichts. Und das Ding ist halt, bei einem Flugzeug könnte man noch auf Sicht fliegen oder irgendwie bei einem Auto fahren. Aber bei einer Drohne, wenn die erstmal 5 Meter tief im Wasser ist, siehst du einfach gar nichts mehr. Und dadurch war einfach alles für den Arsch. Und ich meine, das war schon der komplette Grund, warum wir da waren. Also das ist ja schon der Mega-GAU, aber es kam einfach noch schlimmer. Und zwar sind wir losgefahren, wir sind gecruised, haben eine Kurve gemacht und dann ist der Motor ausgefallen vom Boot. Und dann bist du einfach so mitten auf dem Meer. Wir haben versucht, den Motor wieder zum Laufen zu kriegen, aber wir sind alle nicht die großen Schiffsmechaniker, die irgendwie da so einen Motor wieder zum Laufen kriegen und mussten dann einfach ein Notsignal senden, damit uns jemand abschleppt. Ich meine, das ist cool, ich wurde noch nie auf dem Meer abgeschleppt, aber nur zur Erinnerung, das war der Tag, an dem wir auch noch von Kroatien zurück nach München fahren mussten. Und dann sitzt du da, eh schon enttäuscht, weil das komplette Projekt nicht geklappt hat. Also es gab ein paar coole Aufnahmen, aber an sich hat nicht wirklich was geklappt von dem, was wir sehen wollten. Und wir kamen einfach erst 5 Stunden später wieder zurück ans Land. Das ist auf jeden Fall so viel schief gelaufen, das ist wirklich unglaublich. Das Einzige, was noch gefehlt hätte, ist, wenn das Auto auch noch am Arsch gewesen wäre und wir nicht mehr zurückgekommen sind. Aber wir haben es dann zurück nach München geschafft. Wir haben die ganze Nacht durchmachen müssen, bis ich jetzt wieder in Würzburg zurück war und so weiter. Und es war einfach, ich will nicht sagen kacke, weil es hat immer noch mega Spaß gemacht, mit seinen Freunden unterwegs zu sein. Aber für das, was wir eigentlich machen wollten, hat einfach alles nicht funktioniert. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt gefilmt haben oder nicht für diesen Vlog. Aber wir sind wieder an Land und es hat absolut gar nichts funktioniert. Ah, oh mein Gott. We did it. We did it. Also das Boot hatte leider eine kleine Panne. Also eine Panne mitten auf dem Meer zu haben, das können glaube ich auch nicht viele von sich behaupten. War aber auf jeden Fall eine nice Experience. Danke dafür. Ja, dann sind wir ewig wieder zurückgefahren, sind jetzt 3 Stunden hinter Schedule. Eigentlich haben wir jetzt noch einen fetten Roadtrip vor uns und das wird alles so mega weird. Eigentlich, aber nein, wir haben einen fetten Roadtrip vor uns, aber es wird lit. Es wird fucking lit, weil alles ist immer lit. Let's go, ab geht's. Aber ich bin angefixt, das Ganze noch einmal durchzuziehen und besser zu machen, weil ich kann das jetzt nicht auf mir sitzen lassen, dass wir 5 Stunden über diesem Wrack waren und nichts davon gesehen haben. Also das kann nicht sein. Deswegen, was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Sollen wir nochmal da rausfahren? Sollen wir es diesmal richtig durchziehen und 5-mal von mir aus testen, ob dieses Ding funktioniert oder nicht? Aber ich will dieses Wrack sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr weiterhin bei dieser Story am Start sein wollt, dann folgt auf jeden Fall rein und lasst einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, dass wir auf jeden Fall in diesem Projekt weiter dranbleiben müssen, um endlich dieses Wrack zu entdecken und zu sehen, was darin liegt. Ich danke euch auf jeden Fall für euren Support. Schaut gerne hier bei den letzten Videos von mir vorbei, aber auch auf TikTok, wenn ihr noch ein paar andere Videos dazu sehen wollt. Wir haben natürlich trotzdem alles dokumentiert und mitgemacht und es ist unglaublich, was alles schieflaufen kann. Aber ey, solange du mit deinen Freunden unterwegs bist und Spaß hast, ist es den Shit wert und dann machen wir es einfach nochmal und diesmal reißen wir ab. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.